This is the Raccoon City Police Department. Please try to stay calm. Vehicles are standing by to commence evacuation. We need everyone here as quickly as possible. Das sieht aus wie Thomas Scharf. Der kam mir gerade so ein bisschen vor wie bei Nackte Kanone hier, wo der eine Typ mit dem Megafon vor zwei Leuten steht, vor dem Ehepaar und sagt, bitte gehen Sie auseinander, hier gibt es nichts zu sehen. That's it then? Get in, please. Okay, wir fahren weg. The highway is too dangerous. We're taking side streets. Damn! Another barricade. As you can see, there are too many roadblocks. I'm afraid you'll have to get out and continue on foot. Thomas Schaff, du bist der beste Mann. Also ein bisschen Ähnlichkeit hatte er schon. Und würde jetzt nicht darauf ansprechen, dass Bremen gerade 5-0 verloren hat. Ich habe es gesehen und ich habe das abgehakt. Das war einfach Arbeitsverweigerung und gut. Ne? Also da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Was ist das denn hier alles? Gewehrmunition. Erste Hilfe-Spray. Kann man die noch weiter kombinieren bis... Ne, es gehen nur 7 Patronen. Okay. Was ist das? Noch ein Erste-Hilfe-Spray. Nehmen wir mit. Oh, eine Schreibmaschine. Hallo. Ja, das machen wir. Auf jeden Fall machen wir das. So, was ist das da? Ist da noch was drin? Ich habe schon ein Gewehr, brauchen wir nicht. Pistolenmunition. Automatikmunition, die kann ich gar nicht gebrauchen, glaube ich. Dafür habe ich die falsche Pistole. Wie sieht das eigentlich von meinem Platz aus? Alles voll. Ja, das können wir alles ablegen. Demnächst. Was ist das hier? Rotes Kraut. Was habe ich dafür jetzt abgelegt? Ich habe rotes Kraut gegen rotes Kraut getauscht, oder was? Super. Halt, was war das? Da blinkt doch was. Was ist mit dir? Hier bin ich... Hier bin ich gekommen. Was ist das denn für ein Deutsch? Hier bin ich gekommen, aber... Ist ein Auto... Kann man das nicht wegschieben? Hier bin ich gekommen. Ich meine, wer jetzt perverse Gedanken hat, könnte noch was anderes verstehen, ne? Aber ich denke mal nicht, dass Joko an der Stelle gekommen ist. Oh Mann. Hallo? Muss ich mit dir reden, oder was? Sie wollen zu Fuß gehen? Das ist ja ihr Todesurteil. Ja. Wo soll ich denn lang gehen? Hier, oder was? Aha, gut. Ja, dann müssen wir hier mal lang. Wenn die da alle stehen bleiben, das mache ich natürlich nicht. Wir wollen weiter. Halt, was ist hier? Ah! Blaues Kraut. Nein, ich will kein blaues Kraut. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Also ganz allein ist es auch ein bisschen öde, ne? Meine Kollegen alle tot. Aber was soll ich machen? Fest verschlossen. Fußgängerbrücke. Das sind sehr, sehr kleine Abschnitte hier alles, ne? I never imagined that it was this bad. Muss ich das jetzt verstehen? Oh, ja. Ja, Himmel! Herrschaftszeiten! Und Softies! Ah, ich erinnere mich! Das ist scheiße! Eric, what's taking so long? Hurry up! I'm trying! I'm almost done! Hurry! Hurry! This way! Okay, it's done! Eric! What should I do?
Du solltest zu mir kommen und mir helfen. Das wäre das Beste. Aber leider überlebt er, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob wir ihn retten können. So, lauf zu, Yoko. Wir werden gleich mal unser Gewehr ausprobieren. Ja, wir müssen auf jeden Fall ihm helfen. Was ist hier los? Gedenkplatte. Für den Bau der Fußgängerbrücke. Die Hauptstraße. Ja, wir müssen diese Bombe natürlich jetzt in Gang bringen und zünden. Wie man so vermuten kann. Und diese Einzelteile liegen, glaube ich, überall in der Gegend rum. Das ist das Bescheuerte. Und natürlich laufen da überall Zombies rum. Ach ja, und wir sind ganz allein. So, wir müssen mal gucken. Da blinkt was. Da müssen wir hin. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Oh Mann! So, nehmen wir es hin. Boah! Wie soll ich das denn schaffen? Ich sehe ja nicht mal, wo das ist. Ja, klasse. Ach man. Ich sehe nichts. Geil. Oh, Leute, so komme ich hier nicht weiter. Ja, super, ich verloren. Zu wem rufst du bitte Help Me? Ach, ist doch zum Kotzen. Ich mag dieses Spiel irgendwie nicht besonders, habe ich gerade festgestellt. Ja, ich versuche mein Bestes, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Ja, was soll ich denn machen? Ja, er frisst und knabbert. Ja, help me. Lass mich doch mal zufrieden. Ich darf nicht nachladen? Nö. Ich habe ja gar keine Gelegenheit wegzurennen. Das ist so lächerlich. Echt. Leute, was... Ja, was soll ich tun? Sagt es mir. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt bin ich schon wieder tot. Ach ja. Vielleicht klappt das ja mit Krabbeln. Ich krabbel mal weiter. Irgendwo ist dieser komische Zünder hier auf dem Boden. Was ist das hier? Zumindest lassen die Zombies mich jetzt in Ruhe. Das ist schon mal was. Wir sind auch gleich tot, wenn wir sehen, wie das aussieht, wenn wir an der Infektion sterben. Das wird dann auch das Ende dieses Parts mal wieder sein. Okay. Anscheinend können wir gar nichts mehr tun, wenn wir erstmal am Boden sind. Was ist denn hier? Ist das die Sprengung? Die sagt mir auch nichts mehr an. Tja, bringt mir alles nichts. Ich kann nichts mehr tun, Leute. Wir sind gleich tot. Ja. Er hilft uns auch nicht. Das war's. Oh. Ja. Okay, Leute. Wir sind tot. Und wieder mal verabschiede ich mich mit diesem Bildschirm von euch. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.